Saisoneröffnung im Fabrikli z'Bux, September 2018. Vor 38 Jahren ist der Erfolgsstory beim Werdenberger Kleintheater angegangen und heuer haben sie einmal mehr grosses Botten, das Kleintheater. Zum 15. Mal ein Familienfest und das mit gegen 400 Kindern und Erwachsenen mit einem unendlich reichhaltigen Programm. Das Fabrikli hat sich in eine Forschungsstation für kleine und grosse Entdecker verwandelt. Die sind durch die Natur geschlichen und haben eben erkundet. Sei es hier beim Brotbachen oder wie man dem immer sagt, oder wenn die Eltern geholfen haben, dass die Kugel ins richtige Ort herkommt oder hier ein Loch geschnitten haben, damit eben dann der Irrgarten nicht irgendwo gleich noch in einem Verlies endet und die Kinder sind dann eben unten durchgeschlichen. Wirklich extrem vielfältig und interessant, das Programm. Und siehe da, die Kinder sind wieder rausgekommen und ich habe sie dann gefragt, ja, ob die Eltern auch möchten, mal hier mitmachen. Und ist schwierig gewesen? Nein. Nein? So, Mama und Papa wollen auch mal, dürfen sie? Nein. Hey, was gibt denn das, wenn es fertig ist? Kugelbahn. Aha. Zuerst geht es da oben und dann dreht es einmal. Und dann geht es da runter. Jetzt müssen wir hier noch etwas verlängern. Hoppla, jetzt haben wir noch. Was? Da runter geht es? Aber dort hinterher. Hoi. Wie sind ihr auf die Idee gekommen? Also, ich habe es, weil da war ein Stück gewesen, und dann haben wir halt weiter gemacht. Fast. Also fast hat es geklappt, fast gell? Fast ist nicht ganz. Du musst deine Hand wegnehmen. Oh, jetzt ist es dreckig. Was muss man so machen? Man muss machen, gell? Ein bisschen verändern. Ich glaube, es bitte immer so. Ja, jetzt. Man sollte es irgendwie so anmachen. Nein, das musst du nicht. Mach einfach so. Genau, hebst es einfach und bleibst den ganzen Tag da. Genau. Jetzt. Ja! Du, Peter, bist du jetzt so Helfer? Oder? Helfer. Aha, nicht wieder eine Funktion übernommen, nur Nein, Präsident. Nein, nur heute Helfer. Aber Präsident bin ich ja nie gewesen. Aber gell, 60 Helfer, also das Fabrikli, ja, züchtet immer noch Leute, die gerne hier arbeiten. Ja. Wenn man mal hier war, wird man es nur mal los. Du Liere, aber das war ganz knapp gewesen, du. Ja, und du selber machst nicht mit? Ich habe schon. Echt? Da haben wir nicht gesehen? Schon. Da hätten wir gesehen. Sie hat sich nicht überzeugen lassen. Sie hat mir vor der Kamera abgenommen, hat mich in den Sack geschickt. Ja, damit hat es mir natürlich dann gehabt. Ich habe sie weiter gefilmt. Ein Haufen Aktivitäten hat es da gegeben. Und eine natürlich war natürlich das Konzert von Andrew Bond gewesen. Das zeigen wir euch, einzelne Ausschnitte. Und währenddem ihr das seht, blendet dies und jenes ein, das man auf dem Platz gesehen hat. Und natürlich all überall natürlich die Präsidentin vom Verein, Katharina Schertler-Seckli. Wir sind bereit. Ihr auch? Ja! Wir sind bereit für euch und wir sind bereit für die Theatersaison. Weil mit dem Fest fängt im Fabrikli die Saison an. Ich freue mich, ich könnte euch nicht sagen, wie fest, dass ihr alle da seid. Weil wir heute aber so viel sind, bitte ich euch heute vor allem die Mamis und Papis, weil die Kinder haben das eigentlich immer, um genug Geduld. Beim Essen, an den Posten, bei den Spielen, haben wir ungefähr 60 Helfer im Einsatz. Die sind da, um für euch einen schönen Tag zu machen. Und der wird's. Aber wir alle haben nur zwei Hände. Und der Platz bei jedem Posten, vor allem bei den Bastelposten, ist beschränkt. Ich bin aber sicher, dass ihr alle werden etwas zu basteln haben. Und sonst hat es einen ganzen Haufen Sachen, wo man sich auch bewegen kann. Man kann malen, so wie der Naturforscher Tiere beobachten und malen. Man kann Würm suchen in der Erde. Man kann einen Fuchs. Man kann einen Fuchsbahn bauen. Man kann eine Müslibahn bauen. Wir haben ein Käfer-Tic-Tac hier. Man kann Summhummeln waschen. Oder Holzkistchen, wo die Forscher ihre Ergebnisse haben können. Es hat also genug. Jetzt aber sind wir da wegen dem Ende. Stimmt's? Ja! Also, dann räume ich jetzt hier den Platz und wünsche euch allen eine ganz vergnügliche Stunde mit dem Ende.
und mit seinem Dachs. Und nachher freue ich mich, euch alle draußen anzutreffen. Und wenn wir fest unterdrücken, dann bleibt so gerne die Sonne den ganzen Tag. Wow. Und jetzt einen ganz grossen Applaus für den Andrew Bond. Spezielles erleben kann. Und die Erlaubnis sind das einzigartiges Glück. Das sind so magische Momente. Das sind so magische Momente. Ich gehöre die erste Amsel, wo das Jahr vom Frühling singt. Ich sehe eine junge Füchse beim Rammler auf dem Gras. Ich sehe eine Meise, wo der Jungen etwas zu fressen bringt. Entdecke ein Reh im Wald und nachher noch ein Has. Das sind so magische Momente. Ich höre Specht, wo an einem Baumstamm klopft und poldert. Sehe wie ein Sommervogel aus der Puppe schleicht. Ich schmücke das Parfüm von den Blüten von den Holdern. Ich höre ein Kuckuck, wie ein Fäck sehen, wie er fliegt. Das sind so magische Momente. 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 Wir sind schon beim ersten Lied eingeschlafen. Hallo Kind! Hallo! Hallo die Erwachsenen! Hallo! Geht's euch gut? Ja! Geht's euch Erwachsenen auch gut? Gut, dann bin ich gerade beruhigt. Wenn es euch gut geht und wenn ihr parat sind und fit für ein Konzert, dann könnt ihr mit der Hand oder mit dem Fuß dreimal auf den Boden schlafen. Ich sage wann. Weil ich bin der Chef. Nein, bist du nicht. Doch, das ist typisch Zürcher. Dreimal auf den Boden. Dreimal auf Knie. Dreimal auf den Bauch. Klatscht noch drei. Sind alle gekommen, Halli, hallo. Wir starten schon. Dreimal auf den Boden. Dreimal auf Knie. Dreimal auf den Bauch. Klatscht noch drei. Halli, hallo. Wir starten schon. Dreimal auf den Boden. Dreimal auf Knie.
auf der Uhr. Klatscht noch drei. Halli, Halli, Hallo. Singen. Ich bin aufgelegt zum Schrummen, Summen, Klingen. Jetzt geht es mir drum. Singen macht mich fröhlich. Singen gibt mir Schwung. Willst du auch mitsingen? Komm doch einfach um. Willst du auch so gern singen wie ich? Die Erwachsenen? Ja! Oh. Könnt ihr auch gut singen? Ja! Okay, das wollte ich hören. Ich singe euch etwas vor und ihr singt es mir vor. Ja! Wenn der Inner einfach oder Inner schwierig? Schwierig! Ich glaube, ich fange einfach an wegen der Erwachsenen. Aber wenn ihr es gut könnt, kann ich es ja dann schnell schwieriger machen. Ist gut? Ja. Ich fange sogar Gubi einfach an auf Englisch. Englisch. Wer von euch hat schon ein bisschen Englisch? Zwei Erwachsene. Also, ich singe euch vor auf Englisch, ich würde euch konzentrieren und ihr singt mir alle nach. Achtung, fertig, los. Perfekt, Englisch. Achtung, schöne Nenenene. Schöne Nenenene. Schöne Nenenene. Schöne Nenenene. Okay, das war viel zu einfach. Dann machen wir es ein bisschen schwieriger. Können ihr zwei Sachen gleichzeitig? Erstens Englisch und zweitens gleichzeitig mit dem gleichen Maul auch noch laut. Ach doch, wenn ihr das könnt, zeige ich es noch schwieriger. Englisch und laut. Und laut singen heisst nicht schreien, es heisst einfach laut singen. Ach doch, ich mach's vor, ich mag mich noch. Immer noch zu einfach, dann machen wir vier Sachen gleichzeitig. Erstens Englisch, zweitens laut, drittens ein Finger auf die Nase. Und viertens eins Auge zu. Und wenn das alle schaffen, dann die Erwachsenen, Multitasking. Dann zeige ich es euch nachher extrem krass schwierig. Nicht vergessen, laut. Schöne, ne, 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 ne. Dann wird es noch schwieriger. Jetzt wird es extrem krass schwierig. Weil ich meine, Englisch kann ja jeder. Ja! Aber ich singe euch jetzt in einer Sprache vor, die auf der Welt fast niemand versteht. Sehr schwierig. Chinesisch! Zürich! Achtung, konzentrieren. Jetzt ist Zeit zum Singen. Ich bin auf Platz um. Schrumme, summe, klinge. Jetzt geht es mir drum. Singen macht mich fröhlich. Singen gibt mir Schwung. Willst du auch mit singen? Komm doch einfach um. Schöne, ne, ne, ne. Schöne, ne, ne, ne. Ich wende es mal auf Chinesisch. Ja! Chini-ni-ni-ni-ni.
dir auch noch Chinesisch. In dem Fall machen wir es zum Schluss von diesem Lied in der schwierigsten Sprache der ganzen Welt. Eskimo-Sprache. Ich würde etwas sagen, Inuit. Achtung! Inuit ist viel besser, aber das verstehe ich nicht. Aber es ist die gleiche Sprache. Achtung! Das wollte ich hören. Ich spiele das Lied, ich sage euch wieder mal was für eins. Und wenn ihr es kennt, könnt ihr singen, aber allein, ich helfe nicht. Das Lied klingt so. So. Das haben wir wunderbar gemacht. Danke vielmals. Aber was ist mit den Erwachsenen? Ja. Ich weiss genau, dass ich die CD auch immer mithöre. Und die Erwachsenen hören genau zu, weil nachher singen sie allein. Und die Kinder müssen im Fall laut singen, weil die einen Erwachsenen hören nicht mehr so gut. Achtung! 1, 2, 3, 4, so. Tier und Pflanze, unterwegs in der Natur. Singen, spielen, tanzen, unterwegs in der Natur. Eho, 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 eho. Wir sind Forscher und Entdecker, wir verfolgen jede Spur. Forscher und Entdecker, unterwegs in der Natur. Mit den Vögeln, Tieren und Pflanzen, unterwegs in der Natur. Singen, spielen, tanzen, unterwegs in der Natur. Und jetzt soll ich nehmen. Eho, eho. Eho, 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 finde, du wartest bis spät. Ich bin schon am Schlafen, wenn du führen Igel, das find ich halt immer so schad. Drum los, Igel, ich hab nen Wunsch. Igel, bleib morgen doch den ganzen Tag wach. Verbring du mal die Stunde mit mir. Ich kann dafür dann die nächste Nacht nicht go schlafen, ich komme mit dir. Dann singen wir.
Die grosse Raupe schläft, denn sie hat sich fein eingespunnen. Die grosse Raupe schläft, denn sie hat sich fein eingespunnen. Und jetzt Achtung! Und wie ein Wunder fliegt aufs Mal ein Sommervogel um. Und wie ein Wunder fliegt aufs Mal ein Sommervogel um. Sagen dir auch Sommervogel? Es kleines Räubli kriecht und es sucht die Fensterblätter. Es kleines Räubli kriecht und es sucht die Fensterblätter. Es frisst und frisst so viel es kann. Es wird grösser, schwerer Väter. Es frisst und frisst so viel es kann. Es wird grösser, schwerer Die grosse Raupe schlacht's denn ein, sie hat sich fein eingespunnen. Die grosse Raupe schlacht's denn ein, sie hat sich fein eingespunnen. Und wie ein Wunder fliegt aufs Mal ein Sommervogel um. Und wie ein Wunder fliegt aufs Mal ein Sommervogel um. Sehr begabt ist und etwas kann, was die Menschen nicht können. Ja. Störche können wirklich, die können so lange auf einem Bein stehen. Nein! Was? Wer kann das auch? Nein! Ja, warte, sie ist noch nicht fertig. Die können noch mehr als nur das. Die können mit auf einem Bein stehen und gleichzeitig mit einem grossen Schnabel klappen. Schaffen wir das auch? Ja. Und auf dem anderen Bein? Ja. Aber ich glaube, wir schaffen nicht das ganze Bier lang, oder? Ja. Wirklich? Ja. Also probier es mal. Zuerst alle auf zwei Beine. Und nicht einen kleinen Schnappel, sondern immer einen großen. Ja. Und ich sage euch dann, wenn wir mit dem Bein beistehen. Und ich merke dann, was passiert. Und mal schauen, ob wir das schaffen. Ein Stoch steht steif und Stoß und zwei stütze Beine ganz alleine. Ja, man geht auf ein Einzelbein. Zwei Leiter und immer Körperein. Und man geht auf ein zweites Bein. Und wieder auf ein und wieder auf dem zweiten Bein. Ich werde euch den Ausdruck beiden Beinen stutzen, stutzen und schätzen bein. Ich hab sie Stunde ganz allein, doch jetzt geht's schneller und dann geht's schwieriger. Dann geht's auf dem einen Bein. Dann geht's auf dem zweiten Bein. Wieder auf dem ersten Bein. Und wieder auf dem zweiten Bein. Und wieder auf dem ersten Bein. Und wieder auf dem zweiten Bein. Ganz am Schluss auf gar keinem Bein. Wir flotten, flotten, hei, hei, hei. Der Storch fliegt wieder heim. Das ist wirklich egal.
Oh. Jetzt habe ich leider nicht mehr viel Zeit, aber ein Tier möchte ich euch noch unbedingt vorstellen. Das ist mein Lieblingstier, weil es ist von allen das, das am coolsten tanzen kann. Hallo. Hallo. Da sind sehr schwere Beine. Zeigt mal eure schweren Beine. Dachse haben ein dickes Fuderli, so. Zeigt euch ein dickes Fuderli, auch wenn ihr keins habt, aber ich finde das okay. Dachse haben starke Muskeln. Und sie tanzen so. Probier's einmal und mach's. So tanzen wie ein Dachs. Jetzt in der Katze. Jetzt vor der Katze. Katze auf. Runde Hüfte, Schwung, alle rund um 6 wie ein Dachs. Runde Hüfte, Schwung und ein Hüpfensprung. Jetzt kommt und im Lange machen. Runde Hüfte, Schwung und ein Hüpfensprung. Zweimal um die Eige. Ach, zweimal um die Eige. So tanzt der Dachs von vorne. Probier's einmal und mach's. So tanzen wie ein Dachs. Mit der Hinterkatze tanzen. Mit der Vorderkatze tanzen. In der Hüfte Schwung und ein Hüpfersprung. Zweimal um die Eige. So tanzt der Dachs. Das machen wir zweimal. Und dann sing ich. Und dann legt Dachse, Tatze sich auf Achse. Und dann könnt ihr jemand anderen von hinten. Die Achse, also Tatze auf die Achse, von hinten. Und dann nochmal jemand, nochmal jemand, nochmal jemand, nochmal jemand. Dann gibt es eine lange Schlange, wie sie zwei nehmen, aber eine lange Schlange. Ja, du kannst vorne auch noch hin. Und dann kann der, der vorderst ist, oder die, die vorderst ist, kann es dann loslaufen. Da rundherum. Und wir tanzen da wie so. Und ihr noch hinten sicher, dann habe ich Stimmung gemacht, also die ist vom Essen. Die, die noch ein bisschen zu sind für sonntige Sachen am Sonntagmorgen. Ihr könnt aber ein bisschen klatschen und ein bisschen Stimmung machen. Aber ich kann euch sagen, es ist befreiend. Und es ist, was eine Therapie? Come on, a two, a one, two, three, four, from mir, mal und was. Linke Fuderi, so tanzen wie ein Dachs. Mit der Hinterkatze tanzen, mit der Vorderkatze tanzen. Und der Hüfte Schwung und den Hüpfersprung. Zweimal um die eigene Dachs. So tanzen wie ein Dachs. Mit der Hinterkatze tanzen. Mit der Vorderkatze tanzen. Und der Hüfte Schwung. Und den Hüpfersprung. Zweimal um die Eige. So tanzt der Dachs. Und dann legt jetzt Dachsen.
Schön sind im Glanz, die Porsche Hans, Meister Glanz, die Frau, die sind im Glanz. Es gibt alle ganz viele Hasen, die da oben hüpfen und die Ohren haben. Klatscht noch drei, Ade,